Pokémon! No way for you! Audi Partners, ich bin's, der Nowe. Ich weiß noch nicht so ganz, was wir heute jetzt machen. Ich habe mir da jetzt noch nicht so super viele Gedanken zugemacht, aber wir fangen erstmal mit einer Runde League of Legends an, würde ich sagen. Und dann gucken wir. Wir sollten Ciri wahrscheinlich first picken. Should first pick Ciri. Okay, machen wir nicht. Ciri ist schon sehr guter Champion aktuell. Was brauchen wir hier im Jungle? Wir spielen gegen Kane. Ah, Kane mag ich immer sehr ungern, weil der so viele cheesy Routen hat. Aber es ist wahrscheinlich einfach ein Gragas-Opener, ne? Macht da ein bisschen was rein? Nö, wir machen ja heute nicht nur Jungle. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll heute. Also eine Idee ist, weil ich ja am Freitag möchte ich ja einen Diablo-Stream machen. Das heißt, eine Idee wäre, dass wir Support vorziehen auf heute. Oder dass wir AD Carry vorziehen und dann morgen Support machen. Also Donnerstag auf Freitag ist das, glaube ich, um 1 Uhr nachts. Ich habe mich für die Drops einschreiben lassen. Das heißt, ihr solltet Drops bekommen können bei mir im Stream, wenn das richtig funktioniert hat. Gegen Kane müssen wir unsere Raptoren schützen. Das heißt, ich glaube, ich fange bei meinen Raptoren sogar an, oder? Ich glaube, ich fange legit einfach an bei den Biestern. Wenn ich jetzt Solo-Raptoren starte, starte ich dann mit W oder Q? Oder wenn ich ihn oben sehe, kann ich vielleicht doch Red Buff starten. Aber ich habe immer super Angst vor diesem Invade hier, dass der die Raptoren nimmt und dann zum Red Buff geht. Vor dem habe ich immer wahnsinnig Angst. Aber ich würde ihn ja, wenn er da nicht ist, dann sind wir im Emergency Mode. Oh. Nice. Das war jetzt natürlich ein sehr guter Cheese. Was machen wir jetzt? Gehe ich jetzt direkt zu ihm rein? Ich würde auf jeden Fall meine Raptoren nehmen. Ich glaube, ich gehe einfach direkt zu ihm, ne? Emergency Mode activated. Ja, also das war jetzt nicht wie geplant, muss ich sagen. Er geht zu seinem Blue, so wie das aussah. Er hat 8 CS, ich habe 0. Er könnte natürlich direkt zu seinem Red Buff gehen, ne? Ja, schon. Okay, der hat genau das gemacht, was ich gedacht habe, dass er macht. Aber ich weiß nicht, was mein Counterplay dafür gewesen wäre. Er hat genau das gemacht, was ich dachte, dass er macht. Dass er praktisch... Er faked an, dass er zu seinem Blue geht und geht instant zu seinen Raptoren. Ich meine, der Trade war super, super gut für uns, ne? Aber ich hätte weglaufen sollen, anstatt den Dark Harvest Reader zu machen. Jetzt ist die Frage, jetzt wird er wahrscheinlich zu seinem Blue gehen, oder? Oder geht er jetzt zu meinem Blue? Eigentlich will Kane ja auch viel fighten, ne? Der ist einfach Botlane ganken. Was? Also was ich meinte mit Kane. Kane ist immer so super unpredictable, finde ich, wo er ist. Er kann gefühlt immer überall sein, der Champ. Wieder zu dritt hinter mir her. Ah, dieses Game, ich werde so krass gelesen von denen die ganze Zeit, wo ich bin. Ich werde so krass gelesen, ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das spielen soll die ganze Zeit. Er ist bei seinem Blue, das heißt, wir können seine Raptoren noch nehmen, würde ich sagen. Habe ich nicht gankable, ne? Und vielleicht zu unseren Raptoren als nächstes? Wie schnell ist denn der jetzt hier? Der kommt jetzt gerade hier rüber. Der macht wahrscheinlich noch seine Wölfe. Das ist einfach Akaru. Denkst du, wer du bist? Gegen die fette Präsenz. Gegen die fette Präsenz bist du nämlich niemand. Ich dachte, ich krieg beide, da waren Worte über die Wand. Okay.
My bad. Oh, wir haben fast genug. Ja, dann ist er hier unten bei mir, ist er dann, ne? Leute, das, seit ich im Jungle die Nachdenken-Strategie probiere, ist das so viel schwerer geworden. Ist so viel schwerer, wenn du denkst. Hat geschmeckt. Auch. Sehr viel Gold. Das heißt, wenn wir jetzt hier. Ne, actually, wir sollten noch kurz das Item ausfarmen, ne? Wenn wir Shadow Flame gut spielen gegen Karma. Mal Richtung Mitte zum Halten. Wenn er Raptoren geht, können wir ihn auch punishen, ja. Also, wenn ich es cool hätte, ist er tot sogar, ne? Nächstes hat die Karma den Kill auf mich gekriegt, nehme ich an. Er war zu greedy, ne? Ich hatte zu viel Gold. Gehe ich jetzt hier Sonjas? Ich gehe Sonjas, ne? Ich glaube nicht, dass wir Shadow Flame wollen. Das ist jetzt sehr bitter. Jetzt die Frage, was er von meiner Botseite nimmt. Ich habe da, wenn ich das besser mit dem Q gespielt hätte, hätte ich den gehabt, da. Bisschen ärgerlich von mir gelöst worden. Wie viel HP hat der Count? Der hat jetzt 500, hat er jetzt. Wir haben seit dem Agobin-Coaching haben wir jedes einzelne Game gewonnen im Jungle. Also das Game, wo er uns gecoacht hat, habe ich verloren. Und dann habe ich jedes einzelne Game gewonnen. Ich habe das Coaching leider verpasst. Was war dein Takeaway von dem Coaching? Agobin hat mir einfach beigebracht, dass ich ein bisschen mehr darüber nachdenken muss, was will der Gegner als Jungler machen. Das ist eigentlich alles. Und tatsächlich macht das, also... Seit wir diese Strategien implementieren, läuft es sehr viel besser. Also sehr viel besser. Wie kann es eigentlich sein, dass die Riven einen Shutdown hat, aber unser Graves nicht? Obwohl unser Graves einen Kill hat sogar zu seiner CS. Drake hätte ich gerne. Harold will auch spawnen. Der hat meinen Blue geklaut! LOL! Der ist an mir vorbeigelaufen und hat meinen Blue-Buff geklaut! Kurz, wir sind jetzt relativ bald wieder basen. Wir haben jetzt nicht so viel, wie wir wollten, gekriegt hier gerade, ehrlicherweise. Jetzt nicht optimal, ne? Ja, Carlos ultet einfach mal. Impressive. First Strike Gold abgecashed von ihm. Was machen wir als nächstes? Die haben 0 Magic Assistance. Ich glaube, es ist trotzdem einfach Void, oder? Na, das ist unsere Mission jetzt hier. Wir haben schon 3 Drakes akquiriert für unser Team. Nash Double Herald. 13 Kills und CS Lead. Mal ein positiver Impact und ein halber, würde ich sagen, in dem Game. Instant am Spawn. Wir könnten probieren, für oben zu gehen. Ah.
Ich bin schon sehr fett. Ich habe fast 6 Items, ne? Pretty good. Versunken im Carnilo. Nee, tatsächlich sind wir gerade, also gut, es ist Carnilo, aber das ist halt schon relativ hoch. Also wir haben auf Jungle haben wir jetzt einfach 100 AP plus gemacht gestern. Was machen wir heute? Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Das wollte ich jetzt mit euch gleich kurz absprechen. Ich weiß nicht, ob das platziert. Ich muss auch sagen, ich konzentriere mich einfach gerade mehr bei den Jungle Games. Ich mache viel weniger trashy Commentary und Scherze, sondern ich bin richtig im Fokus gerade in den Jungle Games. Das ist crazy, was im Jungle gerade passiert ist. Das ist echt crazy. 30k Damage, 31k Damage.